willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder etwas zum Thema Nachhaltigkeit, würde ich es mal nennen. Und zwar Efeu-Waschmittel. Ich habe das jetzt seit Dezember, also doch schon seit ein paar Monaten jetzt, immer wieder mal getestet, wie das ist, wenn man Efeu als Waschmittel verwendet. Und jetzt möchte ich einfach mal meine Erfahrungen weitergeben. Mir war es halt wichtig, dass ich es einfach selber vorher ausreichend teste, bevor ich ein Video dazu mache. Deshalb hat das jetzt ein bisschen gedauert mit dem Video, weil ich habe es ja vor einiger Zeit schon mal auf Instagram kurz geschrieben, dass ich das machen möchte. So, aber jetzt erstmal eine kurze Erklärung. Was ist das eigentlich und wieso sollte man das verwenden oder wieso kann man das verwenden? Viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, dass man Efeu als Waschmittel benutzen kann. Das ist nicht allzu bekannt. Was hingegen sehr bekannt ist, ist, dass man Kastanien als Waschmittel verwenden kann. Kastanien und Efeu enthalten nämlich beide Saponine, das sind Seifenstoffe, und die braucht man zum Waschen. Aber wie gesagt, Kastanien sind relativ bekannt in dieser Hinsicht, allerdings nicht so praktisch wie Efeu. Es ist nämlich so unschwer zu erraten, Kastanien gibt es nur im Herbst. Und die muss man halt dann ja, auf Vorrat sammeln oder nur im Herbst sammeln. Und Kastanienbäume gibt es auch hierzulande nicht überall. Also zumindest da, wo ich wohne. Ich habe hier in meiner Umgebung keine Kastanienbäume. Das ist auch der Hauptgrund, wieso ich das nie ausprobiert habe. Also zu dem Thema kann ich nicht wirklich viel sagen, weil ich da keine Erfahrung damit habe. Efeu ist aber das ganze Jahr über verfügbar. Im Winter, im Sommer, im Herbst, immer. Und Efeu wächst so gut wie überall. Also man muss nur einmal in den Wald gehen und man wird garantiert irgendwo ein paar Bäume finden, wo Efeu dran wächst, weil er wirklich sehr, sehr häufig vorkommt. Viel häufiger als Kastanien. Ich wusste selber übrigens sehr lange nicht, dass man mit Efeu waschen kann. Ich habe dann letzten Winter irgendwann mal ein Bild von Efeu gepostet und mir hat dann jemand drunter kommentiert, dass man das als Waschmittel nehmen kann. Und das wusste ich überhaupt nicht. Und dann habe ich mal angefangen, danach zu schauen und habe dann auch gleich angefangen, das selber zu probieren. Und ja, das möchte ich jetzt ein bisschen so weitergeben. Jetzt noch kurz etwas zur Giftigkeit von Efeu. Viele kennen Efeu wahrscheinlich als eine Giftpflanze. Dazu muss man allerdings sagen, dass das Gift hauptsächlich in den Beeren am stärksten drin ist und nicht in den Blättern. Also die Beeren vom Efeu sind sehr stark giftig. Bei den Blättern ist es nicht so schlimm, da müsste man schon sehr viel davon zu sich nehmen. Und allgemein, wenn man etwas als Waschmittel verwendet, dann wird das ja wieder ausgewaschen. Also das bleibt nicht in der Wäsche drin haften. Wenn man sich jetzt zum Beispiel normales Waschmittel anschaut, das sollte man auch nicht zum Baden verwenden. Aber das wird ja auch danach wieder rausgewaschen. Also ist das eigentlich kein Problem. Ich habe auch in den letzten Monaten keine Art von Hautreizungen oder irgendwas an mir bemerkt. Also ja, kann ich euch nur sagen, dass ihr euch da keine Gedanken drüber machen müsst. Falls ihr doch Bedenken habt, könntet ihr es ja mal an einer ganz kleinen Menge Wäsche ausprobieren und dann schauen, ob irgendwas passiert, aber es wird wahrscheinlich nichts großartig passieren. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich dazu, wie ich das denn überhaupt mache mit dem Efeu-Waschmittel. Dazu möchte ich ganz am Anfang gleich mal sagen, es gibt da unzählige verschiedene Variationen, also die immer so leicht unterschiedlich voneinander sind. Ich habe mich für die meiner Meinung nach einfachste Variante entschieden. Das Ganze beginnt natürlich erstmal mit dem Sammeln von den Efeu-Blättern. Wenn ich draußen spazieren gehe, am Wochenende gehe ich sowieso immer ein bisschen raus, dann nehme ich mir einfach eine Handvoll Efeu-Blätter mit. Für einen Waschgang verwende ich zwischen 10 und 20 Blätter nehmen. Ich habe immer 15 genommen. Ich habe mir halt gedacht, okay, das ist so schön die Mitte, dann nehme ich 15. Und das hat auch immer sehr gut funktioniert mit diesen 15 Blättern. Beim Sammeln solltet ihr darauf achten, dass ihr die dunkleren, älteren Blätter nehmt und nicht die ganz jungen, hellen, weil die älteren mehr Seifenstoffe enthalten. Wenn ihr dann wieder zu Hause seid, nehmt ihr einfach die Blätter und zerkleinert die ein bisschen. Da braucht ihr auch kein Messer oder so dazu. Ich nehme die einfach in die Hand und zerreiße sie so in ein paar kleine Stücke. Und dann nehme ich ein Wäschenetz und mache die ganzen Blätter in das Wäschenetz rein. Das Netz wird dann auch einfach in die Trommel reingegeben, zu der Wäsche dazu und dann war es das eigentlich soweit. Jetzt kann man aber noch ein paar Sachen zusätzlich in die Waschmaschine tun. Wenn man sehr stark kalkhaltiges Wasser hat, so wie wir hier leider, dann ist es ganz gut, wenn man alle paar Waschgänge einen Esslöffel Essig mit reingibt.
Der kommt dann ins Weichspülerfach und ja, ich habe da einfach so ganz normalen Apfelessig verwendet, den ich auch sonst im Haushalt für sehr viel verwende. Und das zweite, was man verwenden kann, ist Waschsoda bzw. Soda. Bekommt man in der Drogerie und kann man auch sonst im Haushalt sehr vielseitig einsetzen. Das verwende ich bei weißer Wäsche, damit sie schön weiß bleibt und bei Wäsche, die ein bisschen stärker verschmutzt ist. Also ich habe es, wie gesagt, eben bei meiner weißen Wäsche verwendet und bei den Socken zum Beispiel, weil die meistens ein bisschen dreckiger sind. Und da sollte man dann auch einfach einen Esslöffel Waschsoda in die Maschine geben, in das Fach, in das man das Waschpulver auch reinfüllen würde, wenn man eines verwenden würde. Beides gleichzeitig, also Essig und Waschsoda, muss man nicht verwenden. Also da gibt es absolut keinen Grund dazu, weil auch Waschsoda das Wasser weicher macht. Das heißt, wenn ihr Waschsoda verwendet, dann braucht ihr keinen Essig. Und wenn ihr keine Waschsoda verwendet, dann ist es ganz gut, wenn ihr ab und zu mal Essig dazu gebt. Natürlich aber halt abhängig vom Härtegrad des Wassers. Was ich zu Waschsoda auch noch kurz anmerken möchte, ist, dass das natürlich keine extrem starken Flecken rauskriegt. Also so Tomatensauce oder Grasflecken oder so, das würde ich schon vor der Wäsche vorbehandeln. Aber ich glaube, das bekommt kaum ein Waschmittel so raus. Also so ganz extreme Flecken, da würde ich mir jetzt keine Wunder erhoffen. Ja, und wenn die Wäsche dann, also wenn der Waschgang dann durch ist, kann man das einfach aus dem Waschnetz wieder rausnehmen, die Blätter, und dann kommen die einfach auf den Biomüll. Das fand ich auch ein sehr schönes Gefühl, dass ich für dieses Waschmittel kein Plastik verwenden muss und dass ich es einfach danach auf den Biomüll schmeißen kann. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Allgemein zu meiner Wäsche, ich hatte immer sehr gute Erfolge mit diesem Waschmittel. Das kam ganz normal raus, so wie auch bei den Waschmitteln, die man so kaufen kann. Da war jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied. Ich muss aber auch noch dazu sagen, dass meine Wäsche nie so stark verschmutzt ist. Ich habe keine Kinder, also normalerweise keine Grasflecken auf der Kleidung. Und mein Partner ist auch nicht in einem handwerklichen Beruf, sondern ja, in einem Beruf, wo die Kleidung normalerweise auch sauber bleibt. Mit Ausnahme halt von so Schweißgerüchen vielleicht. Aber sonst ist meine Kleidung nie großartig verdreckt. Und da hat das immer super funktioniert. Bei stärkeren Verschmutzungen weiß ich nicht. Also ich habe vorhin schon kurz gesagt, was ich auch gewaschen habe mit Efeu-Waschmittel, sind meine Socken zum Beispiel und Unterwäsche. Das ist immer so die Waschladung, die ich ein bisschen heißer wasche, damit das schön sauber wird. Aber da hat es immer gut funktioniert. Also da kann ich mich nicht beschweren. Da habe ich keinen Unterschied gesehen zu anderen Waschmitteln. Ich habe übrigens wirklich alles durchprobiert an Wäsche, was ich habe. Schwarze Wäsche, normale Buntwäsche, weiße Wäsche gemeinsam mit Waschsoda, die etwas heißere Wäsche, wo die Socken dazu gehören. Ja, also alles, was ich hier so im Normalfall habe an Wäsche. Nach dem Waschen haben die Sachen übrigens so einen leichten Frischegeruch. Es ist nicht aufdringlich, also es ist wirklich sehr, sehr leicht, aber sie riechen frisch. Das hat mich persönlich auch sehr verwundert, hatte ich auch nicht erwartet, aber sie haben einen Frischegeruch. Ich persönlich mag auch so starke Gerüche überhaupt nicht und Parfüms, deshalb passt mir das ganz gut. Wenn man möchte, dass es ein bisschen stärker duftet, kann man wohl auch so ein paar Tropfen ätherisches Öl mit reingeben. Ich weiß aber nicht, wie genau man das dosieren muss. Da müsst ihr selber nachschauen, weil ich das nie gemacht habe. Es gibt übrigens auch noch diverse andere Methoden, um Efeu-Waschmittel herzustellen. Unter anderem so mit Hilfe von Wasser und den Efeu-Blättern, wo man halt dann wirklich so ein Flüssigwaschmittel sich selber macht. Das hält sich allerdings auch nicht so lang, weil das halt natürlich ein selbstgemachtes Produkt ist, wo keine irgendwie Zusatzstoffe drin sind. Deswegen hält sich das auch nicht so lang und ich selber muss sagen, ich habe da jetzt nicht so den Sinn dahinter gesehen, wenn ich auch einfach die Blätter nehmen und in die Waschmaschine tun kann. Also meiner Meinung nach ist das halt so, wie ich es gemacht habe, die einfachste und schnellste Methode. Wenn euch andere Methoden interessieren, könnt ihr da im Internet ein bisschen nachschauen, ein bisschen ja, recherchieren. Es gibt sehr viele Websites, wo das auch beschrieben ist. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis, weil ich das auch sehr oft gelesen habe, dass man tierische Fasern und Wolle nicht mit Efeu-Waschmittel waschen soll, weil das den Fasern schadet. Ich habe jetzt in dieser Zeit nie Wolle gewaschen, ich habe es auch nicht ausprobiert, aber ich würde das einfach mal so hinnehmen. Also da würde ich dann vielleicht eine Alternative suchen oder ein normales Waschmittel verwenden.
ja, das ist so das Einzige, wo es halt, wo man es nicht machen sollte. Ja, und zum Abschluss kann ich nur sagen, dass ich das wahrscheinlich auch noch weiterhin tun werde. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen, einfach mein Waschmittel aus dem Wald mitzunehmen von den Spaziergängen. Ich werde jetzt natürlich auch noch normales Flüssigwaschmittel verwenden, weil ich einfach noch einiges davon hier zu Hause habe und das auch aufbrauchen werde. Aber wie gesagt, ich werde das so beibehalten, weil hat mir gefallen. So, und wenn ihr jetzt das auch schon mal ausprobiert habt oder irgend so einen Erfahrungsbericht dazu habt, dann freue ich mich, wenn ihr mir das unten hinschreibt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!